Eigentlich wollte ich mir noch einen Salat machen, ne? Ja, das kann ich nachher noch machen. Ich habe so einen Bock auf Salat momentan, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, haben wir auch das. Okay, dann fortsetzen. Wir machen fortsetzen. Ich habe mein Mikrofon hier, alles perfekt. Ich habe gute Laune, ich habe noch ein bisschen Wein. Und fortsetzen. Wir laden das Spiel. Oh, das war ja das, wo die Sirenen so laut waren. Weil ich will das mal gleich hier ein bisschen leiser machen. Sonst bratzt mir das hier alles weg. Lautstärke so okay? Sag mal an, ja, ne? So geht das, ne? So sollte das eigentlich von der Lautstärke okay sein. Nicht zu laut, noch gut hörbar. Oder ist das Spielsound zu leise? Das müsst ihr dann sagen. So, dann lasst uns mal. Ah, guck mal. Wir spielen. Das Spiel. Cool. Das finde ich cool. So, jetzt lasst uns mal, damit der Game abgeschlossen ist. Deswegen. Genau. Das ist. Ich hab dich lieb, Tigerpranke. So, jetzt lass uns mal. Findest du die Nachricht für die. Wo nochmal? So, damit das Game ab. Es war schon Warcom. Ich werde jetzt nichts kaufen, aber anschauen ist okay. Gut, das habe ich auch gelesen. Da findest du jetzt eine Nachricht. Passt. So, jetzt. Ich bin jetzt hier drin, in diesem Bereich hier. Und jetzt ist es Tigerpranke, ist gefordert. Zumindest habe ich hier eine Taschenlampe. Ah, das heißt, wie kriege ich denn jetzt die Tür auf? Das ist Taschenlampe. Da. So, Tür haben wir offen. Jetzt sind wir natürlich am Punkt, wo wir, wo er, glaube ich, nicht gespeichert hatte, ne? Weil wir rausgegangen sind, ne? Wieso? Ja, das frage ich mich auch immer. Wir sind hier voll im Horrortrip, ne? Ist auch so eine horrormäßige Situation. Aber das hier muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich cool gemacht, so mit diesem Wassersound und so weiter. Also, das hat schon was. Also das Game ist schon. Ja, es hat was. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir laufen, ne? So, jetzt muss ich mal auf. Im Bunker ist eine Tür, wo du einen Code eingeben musst. Ja, genau. Das Problem ist, die Tür haben wir, glaube ich, gar nicht gefunden, oder? Guck mal, jetzt lässt meine Flamme hier nach, meine Taschenlampe. Warum habe ich eigentlich nicht aus dem letzten Spiel die Batterien mitgenommen? Dann wäre das jetzt so easy. Batterie auswechseln, rein und tschüss. So. Jetzt. Boah, ich sehe jetzt hier momentan, gibt es Zettel, wo der Code steht. Es gibt Zettel, wo der Code steht.
Ja, die haben wir ja letztens schon nicht gefunden. Ist das jetzt so ein Zettel? Nee, das ist kein Zettel, wo der Code steht, ne? Das ist jetzt... kann ich ranzoomen? Nein, kann ich nicht. Das ist springen. Also hier sind keine Codes oder so. Obwohl, naja, ich will jetzt nichts sagen, aber wie lange habe ich gebraucht, bis ich das mit der 4019 da gesehen habe? Ey, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Das ist das Problem. So, und da sind die Kisten. Wir hatten auch noch ein Feuerzeug gehabt oder so, ne? Warte mal, wie mache ich das nochmal? Oh, schon mal mehr Licht. Erstmal Licht hier machen. Du hast im letzten Spiel nicht mal die Taschenlampe gefunden. Ja, das ist peinlich, aber ich hatte die Batterien. Ne? Aber guck mal, für das, dass ich noch nicht mal die Taschenlampe gefunden habe, habe ich es trotzdem geschafft. Damit bin ich den anderen einen Punkt voraus. Ohne Taschenlampe das Spiel beendet. Aber wo komme ich denn jetzt hin? Weil die Musik wird schon so... Hier waren ja keine Monster oder so, ne? Ich habe das Gefühl hier, ich laufe gerade im Kreis. Kann das sein? Oh, da. Ich gehe jetzt hier hoch. Scheiße. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich habe mich völlig... Ich habe auch voll die... Ah, da ist der Bunker. Oder dieses Hauptbunkerteil da oder was weiß ich. Oh Mann, jetzt müssen wir aber gucken. Ah, da drüben. So, das war der Generator. So, jetzt sagst du, muss hier eine Tür sein, ne? Ist, ja, ist ein Labyrinth. Nee, zurück, was? Jetzt wieder zurück ins Labyrinth da rein, oder bin ich jetzt hier richtig? Sag mal an. Boah, ich muss mal kurz hier... Juckt das? Hier war doch irgendwie eine Tür oder so, ne? Die war zu. Also das ist die einzige Tür, die wir bis jetzt gefunden haben. Nein.
Okay, warte mal. So, jetzt musst du mir sagen, ich warte jetzt einen Augenblick in den Bunker. Okay, ich bin jetzt im Bunker drin, ne? Hier ist der Generator, da ist der Tisch. Und jetzt weiß ich nicht weiter. Deswegen habe ich letztens auch verzweifelt aufgegeben. Was haben wir da jetzt noch? Eigentlich wollte ich mir noch einen Salat machen, ne? Ja, das kann ich nachher noch machen. Ich habe so einen Bock auf Salat momentan, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, hier ist auch nichts. So, jetzt sag mal. Da ist der Bunker, da wo ich gerade bin. So, ich bin jetzt hier beim Generator. Hier. Da ist der Generator. Und da ist der Tisch. So, und jetzt, wo muss ich hin? Hier sind Kisten. Und da drüben ist die Werkzeugbank. Ja, hier haben wir noch irgendwie einen Zettel. So kann ich ihn jetzt nicht aufnehmen. Jetzt. Menschen in Gruppen aufgehört, bla 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 bla, Panik. Die meisten begreifen nicht. Also das hatten wir auch schon gelesen. So. Jetzt muss man sagen. In die Tür wieder rein. Das heißt in diesen Untergrund wieder rein. Wo ist denn das jetzt? So, warte mal. Da ist die eine Tür. Ah, jump mal. Geh mal da. Ach. In diese Tür rein, ne? Ja, okay. Oh, das ist ja krass. Ich sehe hier gar nicht richtig. Da sind wir gerade reingekommen. Das heißt, wir müssen hier ins Dunkle reinlaufen. Ja, ich hasse das. Es wäre also nichts für mich. Und jetzt sind wir hier stecken geblieben. Sind wir wieder zurückgelaufen. Ich finde, hier ist ein Eingang. Warte mal. Da, wir drehen uns jetzt. Muss ich jetzt hier lang? Ja, und da findest du jetzt eine Tür, wo... Ja, du bist lustig. Du bist echt lustig. Wo sehe ich jetzt hier eine Tür?
Wir sind jetzt hier bei der Toilette. Ich sehe hier keine Tür. Das ist... So. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Wo jetzt hin? So, wir sind jetzt hier in der Toilette. Lichtschalter geht natürlich nicht. Soll es auch anders sein? Warte. Also. Ey, das ist ja krank. Da ist die Toilette. Ich weiß, hier unten verliere ich komplett die Orientierung. Das ist mein Problem. Okay, warte. Ich mach mal eine ganz kurze Pause. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal für kleine Jungs. Warm hier. So, Delle, da bin ich wieder. Ah, einmal. Okay. So. Die Taschenlampe an. Die Taschenlampe ist, glaube ich, an, ne? Achso, ich spiele ja mit PlayStation. So. Und jetzt haben wir hier ein Regal.
Wo kann denn das jetzt sein? Hier soll eine Tür sein. Ja. Aber hier ist nichts. Hier sind zwei Fässer. Die können wir sicherlich als so einen gewissen Anhaltspunkt nehmen. Hey, das ist ja krass. Wo muss ich hier lang? Weil wir drehen uns in diese Richtung. Komme ich hier weiter rein? Nein. Jetzt gehen wir gerade wieder zurück, habe ich das Gefühl. Wir gehen wieder zurück. Ja, da ist das Regal, also... Also ich... Da sind wir wieder im Bunker, in diesem großen Raum. Das heißt, das müsste ja hier irgendwo sein. Ich verlaufe mich hier momentan komplett. Ja, wo? Warte, das kann doch nicht sein. Also, wenn wir jetzt hier langlaufen, hier ist eine Tonne. Hier ist das Regal. Das müsste dann ja irgendwie auf der anderen Seite weitergehen. Das ist hier. Oh. Kann ich jetzt noch nicht mal sagen, wo ich jetzt hergekommen bin.
krass. Da bin ich wieder bei dem Tunnel da. Also wo es zum großen Bunker geht. Ich muss mir nehmen. Okay, dann sag mal, wir gehen jetzt. Da sind wir, glaube ich, hergekommen, ne? Ja. Das ist. Da waren wir doch eben schon.
Geh mal an die Rohre entlang. Sind wir wieder hier. Wir sind jetzt einmal an der Wand komplett rumgelaufen. Mal Elgato HD 60. 167 Euro. HD 60. Ist das eine externe oder interne? Das ist eine externe, ne? Hört sich gut an vom Preis her. Aber Preis hört sich gut an. Ab und zu auch quer. Sind 80 reicht doch völlig aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ich bin hier im Labyrinth gefangen. Ey, das gibt's doch nicht. Also jetzt im echten Leben, ich würde hier sterben. Normalerweise macht man auch so einen Bindfaden, damit man weiß, wo man wieder zurückkommt, etc. Aber hier.
Wir laufen immer im Kreis. Ja. Wir laufen gerade völlig im Kreis. Entweder links oder rechts. Ja, dann sag mal, die links und rechts vermischen haben wir ja auch nicht. Wir sind nur links gegangen und sind dadurch einmal im Kreis rumgelaufen. Guck mal, wenn ich jetzt hier geradeaus, ich gehe jetzt hier an der Wand entlang, guck, ich nur auf die rechte Seite geachtet. Ja? So, jetzt komme ich hier an die Wand. Es ist hier ein Rohr. Ich orientiere mich immer nur an der rechten Seite. So, jetzt gehe ich hier rein. Geht denn jetzt da nicht rein weiter? So, jetzt sind wir hier. Jetzt kommen wir hier. Jetzt gehen wir wieder zurück, weil wir nicht weiterkommen. Immer an der rechten Seite orientiert. Jetzt sind wir wieder bei der Zahl, da waren wir auch schon. Jetzt gehen wir hier wieder entlang. Wir halten uns immer rechts. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir waren. Ich sag doch, wir laufen im Kreis. So, wenn ich jetzt hier weitergehe, jetzt gehen wir hier rein. Bei dem Schild waren wir auch schon. Wir halten uns immer wieder rechts. Wenn wir da jetzt hingehen, kommen wir raus in den großen Bunker. Das ist nun mal so. In die musst du dann auch rein. Du hast Gänge übersehen. Guck mal, wenn ich jetzt hier weitergehe, das ist jetzt rechts. Halte mich jetzt rechts. Sind wir wieder im großen Bunker. So, das heißt, ich gehe jetzt hier an diese Wand wieder zurück. Ich orientiere mich nur rechts. So, hier ist wieder rechte Wand. Wieder rechts. Wieder rechts. Hier ist die Graffiti, die große. Sind wir wieder bei den Toiletten? Gehen hier rein.
immer an der rechten Seite entlang, komme dann hier wieder raus. Hier waren wir auch wieder. Wir halten uns wieder rechts. Hier ist eine Einbahnstraße. So, hier weiter. Bin immer rechtsorientiert jetzt. Und hier kommen wir wieder raus. Jetzt gehen wir hier, bei dem Schild waren wir auch schon. Und hier sind wir wieder bei dem großen Bunker. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Ernsthaft, wir sind jetzt wirklich einmal im Kreis gelaufen. Ich bin jetzt, hab mich immer rechts orientiert. Das können wir am VOD nachher auch durchchecken. Und hier sind wir wieder im Bunker. Sorry. Und hier ist wieder die große. Alles jetzt rechts. Wirklich rechts. Wow. Also. Da ist nichts. So, das ist hier ein großer Raum. Den sind wir jetzt einmal rumgelaufen. Also an allen rechten Wänden einmal direkt rum und sind wieder rausgekommen. So, jetzt können wir natürlich spaßeshalber sagen, wir laufen einmal links. Ja, aber ich finde sie hier nicht. Ja.
Komm, wir sind jetzt hier raus aus dem Raum. Gehen jetzt hier wieder rein. Wie gesagt, ich halte mich jetzt komplett links. Hier ist das Regal. Ich muss hier momentan echt passen. Also ich laufe jetzt wirklich nur links. Wieso laufe ich immer gleich? Guck mal. Entweder laufe ich so rechts, dann laufe ich rechts an der Wand entlang. Ja. Das heißt, ich laufe dann ja im Prinzip einmal alles, was rechts ist, und einmal umgekehrt links, so wie ihr gesagt habt. Links oder rechts, nicht gemischt. Und das mache ich doch. Und dann müsste ich automatisch eigentlich, wenn jetzt hier was wäre, doch hinkommen oder nicht? Oder bin ich... Begreife ich das nicht? So, und jetzt sind wir wieder hier. Da ist die eine Toilette. Die Wände mehr checken. Aber wenn da jetzt was ist, an Tür oder sonst was, das sehe ich doch, oder nicht?
Also ich habe hier, sorry, wir sind wieder bei der gleichen Situation gleich. Also entweder bin ich zu blöde dafür. Hat einer den Alarm ausgemacht? Ja, was soll ich jetzt mir hier umschauen? Da, wenn ich mich jetzt hier umschaue, dann verliere ich ja völlig die Orientierung zur Wand und komme dann kein Stück mehr weiter. Und hier sind wir wieder hier. So. Den Gang sind wir eben gerade reingelaufen. Da weiß ich nicht. Da sind wir, glaube ich, gerade hergekommen, ne? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Und wenn ich da vorne hinlaufe, komme ich wieder zum großen Bunker. Das heißt, wir laufen immer im Kreis. Da drinnen, von meinem Gefühl, ist da keine Tür. Hier haben wir keine Tür, also hier haben wir eine Tür, aber kein Schlüssel. Da drüben haben wir einen Eingang, den sind wir eben gelaufen. Hier haben wir Rohre.
So, du sagst also, das muss da drin sein. Also, wie gesagt, wir sind jetzt einmal rechts gelaufen, einmal links gelaufen. Und damit müssten wir eigentlich jeden Gang bekommen haben. Lies, was im Spiegel steht. Okay. Wo ist denn das? Da. Hier ist kein wieso machst du das? Es ist ja. Das ist das Badezimmer. So, wir haben auch jetzt kein anderes Badezimmer irgendwie gefunden. Bis jetzt. Eine Map haben wir auch nicht irgendwie, ne? Oder so. Nee, das ist fortsetzen. Eine Map oder so haben wir nicht, ne? Eine Map wäre jetzt ganz gut. So. Hier waren wir schon. Ja. Sag an wie jetzt. Ja, okay, dann führe mich einfach mal. Ich tue jetzt genau das. Also ich gehe jetzt ganz langsam. Und mache jetzt genau das, was du sagst. Wenn du sagst rechts, gehe ich rechts. Wenn du sagst links, dann gehe ich links. Robert. Hier sind wir auch schon gelaufen. Guck mal, hier sind wir auch schon rausgekommen. Sind wir beim großen Bunker. Ja. Wir können hier reingehen.
Wir können hier reingehen. Das sind zwei Gänge. Da ist die Toilette. Hier ist kein weiterer Weg. So. Und von meinem Gefühl ist, das ist jetzt der eine Gang, haben wir gesagt, das ist der andere Gang. Und ich sage klipp und klar, wenn wir jetzt hier reinrennen, ja, kommen wir am anderen Gang wiederum raus. 100 pro. Können wir ja machen. Wir rennen hier nochmal durch. Oh, wir haben den Weg gefunden. Er hat eben zwischengespeichert. Ja, wolltest du mich gerade erschießen, ne? Gib's zu. Okay, was haben wir hier? So, hier, jetzt können wir, glaube ich, die... Jetzt geht die Taschenlampe auch wieder. Das heißt, wir können dann im Prinzip mal umschalten, ne? Wie war denn das nochmal? Das. Mal hier ist die Taschenlampe aus. So. Und jetzt, genau, haben wir wieder normales Licht. Was war jetzt? Ich muss jetzt hier lang gehen, ne? Oder wie jetzt? Oder was? Da ist es dunkel geworden hinter uns. Oh, Scheiße.
Jetzt haben wir hier die andere Toilette. So mein Schatten. Nee, das ist nicht mein Schatten. Ey. Hat sich einer erhängt? Tür ist gesperrt. Ja, kurz davor, warte mal, was ich sagen muss, ich habe auch einen abgesucht, Lo. Warte mal, wo, ich muss in der Toilette, ja, du, hau rein, hab eine gute Nacht, oder was davon übrig ist. Tigerbranke, du meinst, ich muss jetzt zurück ins... In die Toilette, oder wie? So, hier ist die Toilette. Wie die Saat, so die Ernte. Hier ist aber kein Zettel. Da ist irgendwo eine Tür, okay. Da schon mal nicht. Da waren wir hergekommen. Ich denke mal, wir müssen hier lang. Hier ist eine Tür. Aber da haben wir keinen Schlüssel für. Oder habe ich irgendwie Schlüssel und... Nee, habe ich nicht. Oder muss ich das aufbrechen? Tür ist gesperrt. Nee, kann ich nicht.
Ja, das macht richtiges Schaudern, ne? Guck mal, die Fratzen da. Ah, hier haben wir was, ein Altar oder so. Ah, die Frösche haben den Beat raus. Ja, das muss man laut sagen. Muss ich das hier irgendwie wegräumen oder so? Hier kann ich nichts machen. Hier steht was. Ah, das kann ich überhaupt nicht entziffern. Nee, da kann ich nichts machen. Das ist einfach nur so. So. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich bin hier falsch. Hier sind wir wieder in der Toilette. Wie muss ich denn jetzt laufen? Das ist jetzt die gute Frage. Hier waren wir schon. Da laufen wir wieder im Kreis. Und hier waren wir auch schon. Auch schon. Ich weiß momentan echt wieder nicht, wohin. Ernsthaft. Wir kommen immer wieder zum gleichen Punkt zurück, eben wie vorher auch. No way. Da sind wir wieder in der Toilette. Ah, danke für den Follower. So, und wir rennen wieder im Labyrinth. Hey, Digga, ich sitze jetzt hier knapp 6 Stunden auf dem Stuhl. Ey,
Das ist krass. Ich brauche was Einfaches gleich mal. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir auch. Hat das hier irgendwie was zu sagen? Wir kommen immer wieder hierher. Kann man da irgendwie was machen? Ist da nicht eine Tür, wo du einen Code eingeben musst? Nee, bis jetzt noch nicht gesehen. Wir haben das hier. Da ist eine Tür dahinter, ja. Aber hier ist irgendwie so ein Altar oder so. So ein Holzaltar oder... keine Ahnung, wie man das bezeichnen soll. Kann ich auch nicht kaputt schlagen. Da steht was, was ich nicht lesen kann. Da ist auch jemand gerade ins Wasser gesprungen oder so. Hier ist ein Zettel. Mama, ich gehe weg. Nicht geschafft. Ich gehe weg. Mit einer ruhigen Seele und einem reinen Herzen. Ohne Bosheit, ohne Bedauern. Ich gehe weg. Mit angenehmer Erinnerung an der Vergangenheit, an der schönen Möglichkeiten, die dieses Leben gegeben sind. Muss ich einige Dinge einfach akzeptieren, weil sie nicht beeinflussen und etwas ändern können. Und ich weiß doch, das ist einfacher als sich ehren halt, weil ich immer sehr komme. Und die Hauptsache ist, richtig einzurichten und dann muss man wieder Tod und Teufel fürchten, du weißt. Ja, so, wir haben hier einen Zettel gefunden. Oh, er hängt. Jetzt haben wir kommen wir wieder an einen Punkt hier, wo wir echt nicht weiterkommen. Wir laufen wiederum immer wieder im Kreis. Ich frage mich nicht, wieso ich da so perfekt drinne bin. Ja, komm wieder hierher. Da wo du bist, ist eine Tür. Code. Wo? Digga, wo? Ich sehe das echt nicht. Sag, muss ich wieder zurück zum Zettel oder was? Wo ist ein Code hier für eine Tür? So, hier sind wir gleich wieder da, wo wir eben waren. Das war hier.
Ey, hier ist nichts. Da sind wir reingekommen. Nee, hier ist nichts. Sorry. Also ich sehe hier zumindest nichts. Teddybär war mir auch schon mehrfach. Ja. Saat zu die Ernte. Oh, ich komme damit echt nicht klar. Ah, hier ist was, hier ist was, hier ist ein Ventilator. Hier waren wir noch nicht. Hier ist ein Ventilator. Und jetzt? Ja, völlig. Nee, wir müssen zurück. Da waren wir eben schon. Jetzt haben wir den Weg verpasst. Hier ist der Ventilator. Gehen wir mal hier lang. Hier ist noch ein Ventilator. Ja, hier ist eine Tür mit einem Zahlenschloss. Haha. Ja, mit Schloss. Da, wo du bist, ist der Code für die Tür. Wie ist der Code für die Tür? Ho! Jetzt haben wir die Tür gefunden, haben aber keinen Code. Cool. So, das heißt, wo, wie... du weißt nicht rein zufällig nochmal den Code oder so, ne? So ganz am Rande. Entsinn dich mal. Sag mal an den Code. Na? Oh, komm! 6636. Ah, cool. Ich lieb dich. 6. Ah. Gehen wir noch 2 höher. 3. Ah. Hey! Guck mal, was muss ich machen? Ich muss doch nur die Taste drücken, oder? Das Schloss ist nicht offen. 6, 3, 5, 6. Nein, 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 nein! Ihr sagt nicht, wir müssen irgendwie... 6, 3, 9. 6, 3, 9. Okay. Das wird cool. Ich merke das schon. Ja, 6, 3, 9. Perfekt. 6, 3, 9... Sei gegrüßt. Jetzt kann ich hier raus, ne? Komme ich hier raus? Ey, sind wir hier oben in so einem modernen Haus? Und jetzt? Haben wir noch ein Jahr Zeit. Was soll's?
ich bin hier wieder voll am Ackern. Am Ackern! Ey, wie schnell muss ich denn da tippern? Ey, tipp, 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 tipp. Ey, das ist ja... Was mache ich denn jetzt hier? Ey, sag mal, wie tippe ich? Auf jeden Fall fast durch. Ja, ich merke das, aber ich komme hier nicht raus. Ah, oh, muss man ja richtig schnell tippern. Ey, das für mich als alter Mann ist ja schon, ne? So, und jetzt Tür auf. Und raus. Ja. Oh, wie mache ich das denn jetzt hier? Da. Da sehen wir alle Menschen nochmal. Ey, das sieht aus wirklich ungelogen. Ich muss hier wirklich mal hier, gleich hier bei uns, 2 Minuten von uns, auch so ein altes, verlassenes Haus, auch so ein hohes Gebäude, genauso wie das. Hier in Elsterwerda. Ernsthaft. So. Gehen wir hier hoch. Bin mal gespannt jetzt, wie das Ende ist. Guck mal, hier die Lampen umgekippt. Und jetzt, in das Haus bist du vorher nicht reingekommen. Das war das Haus, ne? Welches Haus? Das war dann das hier, ne? Nee, nicht das hier. Das muss das hier gewesen sein. Nee, auch nicht. Ah, da sind wir rausgekommen. Ja, genau, da sind wir nicht reingekommen. Genau, hier sind wir da rausgekommen. Und was muss ich jetzt machen? Kann ich da nochmal reingehen? Oder muss ich da nochmal rein? Oder? Upp. Guck mal, ich habe grüne Farbe an meiner Stange. Nee, wir müssen, glaube ich, zum großen Haus, ne? Wo du gerade rausgekommen bist. Ja, okay, gut. Und jetzt muss ich wieder in das große Haus hier rein, oder? Hier waren wir im Keller. Da brauchen wir jetzt nicht mehr hin. Ich muss garantiert hier rein, ne? Oder? Geh mal zurück. Jetzt zurück zum großen Haus, wo ich eben rausgekommen bin. Oder einfach hier rein. Ins kleine Haus. Okay. Das kleine Haus. Das kleine Haus ist das Haus hier. So. Ans Telefon. War hier ein Telefon? Ne, hier komme ich nicht rein. Das ist zu. War hier ein Telefon? Ne, hier. Das
Ist alles abgeschlossen. Nee, hier sind wir falsch. Du meinst das andere Haus, ne? Du meinst das Haus, wo wir eben rausgekommen sind. Wo ich gerade war. Also, du meinst jetzt das nicht das große Gebäude, Bürokomplex, sondern ich gehe jetzt zum anderen Haus da. Okay, coole Nummer. Und komme ich da überhaupt hin? Welches Haus war ich denn jetzt eben? Ich war nicht in dem Haus. Wo bin ich denn rausgekommen? Hier, ne? Nee, da war ein Auto. Also hier war es auch nicht. Ja, jetzt finde ich das Haus nicht. Ja, hier. Oh, falsche Seite. Hier. Alles so verlassen, echt. Das ist schon irgendwie krass, ne? Ist da noch was? Ah, das ist eine Tür, aber die kriege ich nicht auf. Verschlossen. Okay. So, das heißt, wir können jetzt hier noch rein. Oh, hier ist auch das Telefon. Und jetzt? Genau. Jetzt bin ich hier. Telefon! 1212. Ja, was haben wir hier noch? So ein Kinderspielzeug. Ey, das ist irgendwie. Ja, Gasmaske. Ja, was mache ich jetzt mit dem Telefon? Gar nichts, ne? Also das Telefon hat keine Bedeutung, denke ich mal, für uns weiter. Da kann ich jetzt nichts machen. Okay, dann gucken wir mal hier. Kann ich hier noch was machen? Ah. Die Tür ist zu. So, das heißt, wir gucken uns jetzt hier einmal um. Das ist auch kein Schrank, wo ich irgendwie was rausholen kann. Nee. Das geht nur hier auf der einen Seite auf. Das war's. So, dann gehen wir hier mal. So, dann haben wir hier noch was. Dings. Muss ich ja hier irgendwie weiter, ne? Ja, also die Tür macht er nicht auf. Das ist, steht fest wie das Arm in der Kirche. So, jetzt haben wir hier noch was. Ich habe das geschafft. Es war schwer zu entscheiden, aber ich übernahm die Verantwortung. Es gibt keine Kraft mehr, das Unermeidliche zu ertragen und darauf zu warten. Mit blutigen Händen öffne ich die hermetische Tür für und ließ den Tod hinein. Genauer gesagt, ich habe dem nur ein wenig geholfen. Es waren wohl schneller und einfacher, aber vielleicht scheint mir doch nur so, hab richtig getan oder gehe ich wegen meiner Tat in die Hölle. Das heißt, er hat irgendwie die Tür, ne, diese aufgemacht, sodass die Strahlung oder so reinkam oder so. Ja, es ist eine krasse Entscheidung, die möchte ich nicht treffen.
So. Hier ist auch verschlossen. Tja, was müssen wir jetzt hier machen, ne? Am Automaten? Hier ist kein Automat. Mit dem Greifarm? Nee. Da war ich noch nicht. Das war im großen Haus, ne? Also hier würde ich sagen, kann ich nichts machen. So, das heißt, wir müssen ins große Haus. Ich bin der Meinung, das war im unteren oder war es im oberen Geschoss? Im unteren Geschoss, ne? Das war im unteren Geschoss, der Greifarm. Ja, Licht. Da muss ich doch nach oben. Jo. Oh, ich habe noch ein bisschen Wein. Nee, runter. Okay, hier haben wir jetzt Radio gehört. Also runter. Nee, nicht hier lang. So, das müsste dann ja irgendwo hier, ne, in dieser Area sein. Sag mal, ist das nicht auf der anderen Seite der Greifarm, oder? Nee, das ist draußen, ne? Oder ist das drinne? Tür ist gesperrt. Wie komme ich denn jetzt dahin?
Münzen sind obligatorisch. Habe ich irgendwie Münzen? Nee, habe ich nicht. Das heißt, ich muss erstmal eine Münze drücken, mal X, habe ich. Ohne Münze geht es nicht. So, das heißt, ich muss eine Münze finden. Wo finde ich jetzt eine Münze? Aber bei mir war es jetzt überhaupt kein Problem. Ich habe immer irgendwie noch Münzen rumflattern. Du hast die Münze vergessen. Wo habe ich die Münze für? Die liegen im großen Haus rum. Im großen Haus meinst du jetzt das große Bürogebäude, wo ich jetzt gerade bin, oder noch ein anderes? Im großen Haus rum. Das heißt, wieso habe ich die eigentlich vergessen? Ich habe überhaupt keine gesehen. Das ist das Problem. Die wurden mir vorenthalten. Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, da wo du bist, ja, dann müssen wir jetzt Münzen suchen. Wo kann ich jetzt eine Münze finden? Eigentlich ja nur in den Räumen. Münze, Münze. Ich will keine Briefe lesen. Ich will. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Cool, ne? Frag mich nicht, wofür der Schlüssel ist, aber ich habe einen Schlüssel gefunden. Gerade. Hey, jetzt will ich eine Münze, jetzt finde ich einen Schlüssel. Oh, das ist so cool. Check mal nochmal alle Zimmer. Ey, das ist ja richtig Arbeit. Ey. Wir brauchen ja nur eine Münze. Oder brauche ich mehr als eine Münze? Eine Münze reicht doch. So, warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Nächster Raum. Ich brauche eine Münze. Oh Mann, ich will eine Münze haben. Was ist da? Nee, da ist nichts. Wofür war denn jetzt der Schlüssel? Das ist doch vielleicht nochmal ganz interessant. Hat der noch eine feste Bedeutung oder so? Damit können wir doch garantiert eine Tür gleich noch öffnen. Das ist eine Toilette, Toilettenpapier. Das ist Toilettenpapier. Okay, hier ist nichts. Nächster Raum. Da waren wir schon. Ich habe jetzt hier noch. Kann ich jetzt hier das? Wofür ist der Schlüssel, den wir da haben? Wollen wir den hier? Wir haben einen Schlüssel, den grünen. Das heißt, wir haben doch irgendwie eine Tür, die wichtig ist, noch nicht aufgeschlossen. Lagen irgendwo auf ein Regal. Oh Gott, auf ein Regal. Das ist ja... Haben wir hier was? Ja, wir haben hier eine Tür geöffnet.
Den Gang waren wir, glaube ich, noch nicht. Kann das sein? Oder? Ich kann es gar nicht mit Sicherheit sagen. Aber wir haben jetzt eine Tür geöffnet. So, das heißt hier schon mal nicht. Hier Schubladen geht, glaube ich, gar nicht auf. Ne? So, was haben wir hier noch? Da haben wir einen Schrank. Ah, ja. Jetzt müssen wir Regale finden. Hier waren wir, glaube ich, eben schon, ne? Oder? Nee. Hier ist wieder ein Paper. So, der Anruf des Ministeriums war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Erst als ich über das Gehirn, die keinen der vorrangigen Informationen nicht glauben, aber allmächtig kommt die Bewusstsein und das Entsetzen. Den hatten wir schon gelesen. Ja, hier sind wir ja letztlich gesehen gestartet. So ziemlich, ne? Ist das nicht der Raum? Oder ich weiß es nicht. So, dann laufen wir hier nochmal. Zack, zack. Hier ist auch nichts. Hier waren wir schon. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Hier ist ein Regal, aber hier liegt nichts, oder? Nee, da waren wir auch schon. Das heißt, hier unten haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, auch alles jetzt abgelaufen. Das heißt, wir müssen jetzt nach oben. Wir müssen nach oben. Wir kommen da nicht drum herum. Jo. Hier ist ein Telefon. Okay. So, nächster Raum. Dann gehen wir irgendwie systematisch hier durch. Wir brauchen irgendwie eine Münze, sagt er. Oh, hier waren wir doch auch schon. Wenn jetzt hier eine Münze gewesen wäre, das hätte ich doch gesehen. Dumm gelaufen. Hier haben wir auch nichts. So, hier raus, dann da noch hin. Hier waren wir auch schon. Hatten wir nicht eine Münze gefunden damals? Eigentlich war ich der Meinung, ja. Ich weiß gar nicht, wofür wir die verballert haben. Die müsste ja eigentlich noch da sein. So, hier waren wir jetzt. So, jetzt laufen wir hier einmal rum. Da ist ja die Tür mit dem Kreuz. Ah. Da waren wir hier hinten, ne?
Tja. Also, das ist hier. Hier ist ein Projektor. Aber wir haben kein Video oder sonst was. Oder Movie, besser gesagt. Okay, hier ist auch nichts weiter. Hat die andere Seite noch was? Nee, da ist der Ausgang, ne? Hier ist noch ein Regal. So, hier sind wir. Da haben wir auch alles durch. Die Tür haben wir. So, das heißt, wir müssen jetzt einmal hier rumlaufen. Ne, hier ist abgeschlossen. Ja, war mir doch auch schon. Also da hätten wir ja normalerweise eine Münze, wenn die hier gewesen wäre, gefunden. Hier sind wir sogar gestartet, da haben wir unser Licht bekommen. Jetzt sind wir hier wieder. Ich weiß jetzt nicht. Auf dem Regal. Ja, okay. Gut. Aber ich muss morgen früh, früh hoch. Ich habe nämlich noch Termine, die ich wahrnehmen muss. Ist jetzt 4:17 Uhr. An dieser Stelle muss ich einen Break machen, weil sonst schaffe ich meine Sachen nachher nicht. Und die sind wirklich wichtig. Ja, ich sage an dieser Stelle erstmal danke fürs Schauen. Wir sehen uns. Ja, morgen ist Freitag, ne? Genau, morgen ist Freitag. Dann können wir mal gucken, Tigerbranke, dass wir morgen vielleicht das Spiel hier zu Ende kriegen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Und wir schauen dann mal. Ja, und dann ist morgen ja auch das neue Game am Markt, Resident Evil 8. Also, genau. Okay, wie gesagt, an dieser Stelle, ne, noch eine schöne Nacht und ja, haut rein, ne? Also, ich mache hier einen Break und ja, es ist auch keiner mehr da zum Raten. Ja, ich rate dann zu Mary Lee. Genau, dann kann ich damit nämlich einschlafen. Okay, also, ciao, ciao, bis dann. Bye, bye. So, jetzt muss ich noch ausmachen.